Hallöchen, hier ist wieder Crossella bei How to Take Off Your Mask. Und wir sind diesem Typen gerade das erste Mal als Crossella begegnet und er schien direkt ziemlich überwältigt von uns zu sein anscheinend. Mal gucken, wie das so läuft. Du bist also Frau Crossella. Bist du das Mädchen aus der Bäckerei, wo Ronald für gewöhnlich herumhängt? Du weißt von mir? Natürlich. Geht es seiner Oma gut? Er weiß also auch von Großmutter. Aber warum? Ja, du scheinst eine Menge zu wissen. Habe ich etwas Schlechtes gesagt? Er sieht plötzlich aus, als wäre ihm etwas eingefallen. Nee, ihr zwei seid also schon zusammen, seit ihr Kinder wart? Ja, wir sind zusammen aufgewachsen und ich kenne ihn besser als irgendjemand sonst. Du bist so selbstbewusst. Aber ich glaube, ich weiß mehr als du. Das kann ich. Aber ich kann nicht sagen, dass er da ganz falsch liegt. Vielleicht weiß er von dem Mädchen, das Ronan mag. Gestern hat er doch auch schon gemeint, dass er bloß vermutet, dass er Mädchen hätte, die ihn interessieren. Ich glaube nicht, dass er davon weiß. Willst du mehr über ihn wissen? Zum Beispiel von dem Mädchen, das er mag? Oh! Hä, der tut nur so, der blufft. Was? Leih mir dein Ohr. Okay, ich schneid's dann nur mal kurz ab, ne? Als er sich herunterbeugt, um in mein Ohr zu flüstern. Nein! Rennt. Wer ist er? Ja. What? Oh. Wow! Oder wie auch immer. Wow! Wow! Yeah! Achterbahn! Wow! Kurve! Yes! Lustig! Ronan schubst mich und wir fallen beide hin. Sorry, ich weiß nicht, warum ich jetzt nicht so ernst geblieben bin, aber, okay. Ein schöner blauer Himmel im Hintergrund und seine katzenartigen Augen strahlen uns entgegen und, wir können nicht mal unseren Blick von ihm wenden. Ist das besser so? Er ist so nah. Was für ein hilfloser kleiner Bruder. Wann ist er so männlich geworden? Das ist jetzt schwierig. Ich verstehe das immer noch nicht so ganz, das Prinzip. Es haben auch ein paar versucht, mir das zu erklären, aber ich verstehe das immer noch nicht. Muss ich jetzt Entscheidungen treffen, um zu sehen, ob ich Crossella oder Crossellnia werde? Oder sind die Entscheidungen für Lovidovi? Und bei welchem ist das jetzt? Ich meine, wir sind ja die gleiche Person. Er ist auch die gleiche Person. Hä? Also ich finde, er hat sich gerade wie ein kleiner Bruder verhalten. Ja? So, vielleicht. Okay. Hä? Also wenn ich jetzt andere genommen hätte, käme bestimmt ein Herz. Oder? Ist das richtig? Was für ein hilfloser Bruder. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum ich ihn so süß finde. Lass mich gehen. Tut mir leid. Er wird rot und bewegt sich überhaupt nicht. Wie lang hast du noch vor, anzugeben? Ups. Es ist schön, jung zu sein. So ist es nicht. Leb wohl. Lass diese Nervensäge von Mann gehen. Grüß Frau Kätzchen von mir. Ich habe sie heute nicht gesehen. Sie scheint irgendwo auf der Lauer zu liegen. Frau Kätzchen? Sag mir nicht, dass Ronan sich so verdächtig verhält, weil... Ich verstehe. Dafür ist Zeit, schätze ich. Ich bin hin und her gerissen. Crossella? Diese Frau Kätzchen? Mach dir dabei keine Sorgen. Sie ist bloß eine streunende Katze, die hier gern rumhängt. Streunende Katze? Ja, sie ist sehr lästig und... Ah. Sie denkt jetzt, dass er von ihr redet und in Wirklichkeit redet er bestimmt von dieser schwarzen Katze, die wir am Anfang gesehen haben. Crossella? Du verstehst das Herz einer Frau nicht. Jetzt müsste er aber eine Verbindung entdecken, oder? Was? Ich schreie, meine Stimme ist voller Emotionen und dann laufe ich weg und lasse ihn alleine. Das war rational. Totally. Hatschi! Okay. Und neuer Versuch als neuer Mensch.
Es ist gut, dass du ihn das nicht hast sehen lassen. Huch. Ach stimmt, es sind noch die anderen Klamotten. Oh, das ist auch süß. Dieses Mal bin ich es, die sich verdächtig verhält. Ich gehe auf mein Zimmer, Anja. Und warum hat sie jetzt verwandelt? Oder war es jetzt gar keine Absicht? Das kann auch sein. Bin ich bloß eine streunende Katze für ihn, ja? Ich war geschockt, als ich das gehört habe und so voller Wut. Aber ich hasse es nicht, wenn er mich streichelt. Ich habe ihn wie einen kleinen Bruder umsorgt. Aber wenn ich in dieser Gestalt bin, will ich irgendwie, dass er mich umsorgt. Das sind meine Gefühle, aber ich kann sie nicht verstehen. Es ist irgendwie gruselig, ja. Ende von Kapitel 2. Okay. Also ich glaube, ich krieg's nicht hin, dass mal ein Part mit einem Kapitel zusammen endet. Liebe hat sich, glaube ich, gar nichts getan, wirklich. Sieht irgendwie ähnlich aus. Und hier ist der Rotanteil größer geworden, also der Teil von Crossilnia. Kann das sein? Vielleicht habe ich ja viele Crossilnia-Entscheidungen getroffen. Ich check's leider immer noch nicht. Ach, verdammt. Kapitel 3. Ja. Ich finde immer noch diese Übergänge viel zu langsam. Okay. Okay, also wieder als normale, also als Mensch und er als kleiner Bruder. Es ist so kalt. Ist das Coolgirl immer noch kaputt? Hör auf, sinnlos herumzureden, du Schnorrer. Crossilla, habe ich etwas Falsches gesagt? Nein, du brauchst nur die Zutaten abzustellen, weggehen und dich um deine anderen Angelegenheiten kümmern, wie immer. Es ist nicht seine Schuld. Ich bin bloß irritiert, weil ich meine eigenen Gefühle nicht verstehe. Wow, sie weiß sogar, warum sie so blöde drauf ist und lässt es trotzdem an ihm raus. Hat sie gestern etwas wütend gemacht? Ich bin nicht sicher. Wie frech Ronan ist. Streunende Katze. Unglaublich. Er hätte es wenigstens ein süßes Mädchen nennen können. Er macht nur Ärger. Eins? Ah. Okay. Aber das andere hätte... Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Herz gebracht hätte. Er hätte wenigstens sagen können, dass es ein süßes Mädchen ist, das er kennt. Oh, will ich etwa, dass er mich süß findet? Wer will das nicht? Hör sofort auf. Hä? Mit diesen Gefühlen kannst du kein leckeres Brot backen. Geh wieder auf dein Zimmer. Aber ich habe in letzter Zeit nicht viel geholfen. Und jetzt hilfst du mir etwa? Verwechselst du das nicht mit noch mehr Problemen? Oh. Du bist so streng. Außenstehende sollten den Mund halten. Wir müssen den Kunden das beste Brot bieten. Ich brauche deine Hilfe nicht, wenn du unfähig bist. Es tut mir leid. Crossilla, warte. Ich muss mich beruhigen. Ich gehe mich in meinem Zimmer ausruhen. Oh. Ich gehe auf mein Zimmer und lasse den besorgten Roland zurück. Oh. Ich werfe mich auf das flauschige Bett. Was soll ich tun? So kann ich dem Laden nicht helfen. Aber ich will auch nicht den ganzen Tag in meinem Zimmer verbringen. Dann entschuldigt mich. Viel Glück. Ronan verlässt den Laden? Stimmt. Seit ich mich in eine Lucrezia verwandelt habe, trage ich immer einen Pfefferstreuer in meiner Tasche mit mir. Dann verwandle ich mich mal. Hatschi! Wie die Verwandlungsszene. Da fehlt so coole Magical-Musik, Mann. Das bräuchte man echt noch. Was hat Crossilla so wütend gemacht? Ich hab doch bloß streunende Katze gesagt. Buh. Boah. Es ist Ronan, ja. Was für ein Zufall, dich hier zu sehen. Ja. Genau, ein Zufall. Warum fällst du immer von oben herunter? Das ist nicht gut für mein Herz. Du läufst also wieder mit diesem Aussehen herum? Hm? Willst du damit sagen, die Klamotten stehen mir nicht mehr? Nein, die Klamotten sind in Ordnung. Sie sind süß. Aber was ich sagen wollte... Sie sind süß, ja. Es macht mich irgendwie glücklich. Es geht nicht um die Klamotten, okay? Ich meine, warum läufst du als Lucrezia herum?
Aber du siehst auch wieder so aus, ja. Das ist okay für mich. Ist dir beim letzten Mal nicht bewusst geworden, dass es gefährlich ist, als Lucrezia herumzulaufen? Du wirst mich aber nicht erkennen, wenn ich nicht in dieser Gestalt bin, ja. Was? Daran hast du also nicht gedacht, ja. Du könntest recht haben, aber deine Sicherheit ist wichtiger. Wie frech, du bist bloß Ronin. Was hast du gesagt? Ein Ehestreit zu dieser Stunde? Schon wieder diese? Die Leute haben sich um uns versammelt, ehe es uns bewusst wird. Nee. Dieser Mann ist... Du flirtest mit einer Monsterkatze? Ich verstehe dich nicht. Bleib hinter mir. Okay. Es irritiert mich, jemanden wie dich zu sehen. Hast du als Mensch denn keinen Stolz? Muss ich auf sie herabsehen, wenn ich als Mensch Stolz habe? Wenn ja, brauche ich sein, solch einen Stolz nicht. Menschen wie du sind nicht qualifiziert, in dieser Stadt zu bleiben. Ich verstehe. Und was ist das für eine Logik hinter diesen Gedanken? Stopp, stopp! Ist das nicht ziemlich hart? Juli, was soll ich tun? Was? Bist du ein Freund von denen? Ich? Ich bin bloß ein schöner Freund der Gerechtigkeit. Das erinnert mich gerade an Team Rocket, nur dass sie nicht für die Gerechtigkeit waren, sondern... Liebe und Wahrheit verurteilen wir. Mehr und mehr Macht, das wollen wir. Jesse und James. Sorry, ich habe das nur eine Zeit lang geguckt. Was? Was bedeutet, lasst uns gehen? Huh? Jetzt rennt! Oh Mann, die schreien mir hier echt ein bisschen zu viel. Das ist blöd nachzumachen. Ich bin ja auch nicht alleine. Juli greift Ronans um meine Hand und rennt los. Das sieht in meinem Kopf wieder voll bescheuert aus. Wieder so mit zwei Typis so da an den Händen so über Blumenfeld. La. Entschuldigung. Oh Gott, ich bin zu unernst. Hey, warte! Langsamer! Du bist zu schnell, ja! Tut mir leid, ich hatte es vergessen. Er hört auf zu rennen. Dort ist ein hoher Baum. Spring hoch. Was? Du solltest herkommen. Hä? Keine Bewegung. Ich verstehe es nicht wirklich, aber... Hey! Ja! Ich stoße mich so fest wie möglich vom Boden ab. Ich verstehe. Der Körper in Lucrezia ist anders als der von normalen Menschen. Wir können so hoch springen. Ich sehe, wie Juli und Ronan sich unten verstecken. Schon praktisch. Sie sollten doch hier irgendwo sein. Findet sie. Sie sind noch irgendwo. Ich muss mich verstecken, aber trotzdem. Warum Juli? Naja, er wollte helfen, oder? Ich kann sie nicht finden. Sie sind wirklich zu schnell. Er geht grummelnd weg. Ich bin gerettet. Du kannst jetzt runterkommen. Ja! Mann, was für ein Ärger. Was ist los? Du standest mir so nah und jetzt sagst du, dass du nicht zufrieden bist? Hör auf, so verwirrende Dinge zu sagen. Es ist natürlich für mich, deswegen war es mir nicht klar. Ich kann viel höher springen als ein normaler Mensch, ja. Obwohl Lucrezia aussehen wie Menschen, haben wir mehr oder weniger die Fähigkeiten von Katzen. Dann lass diese Nervensäge nun gehen. Danke für heute. Gern geschehen. Bis dann. Bevor er geht, lehnt er sich runter und flüstert langsam in mein Ohr. Dafür gibst du mir morgen eine Menge von dem leckeren Brot ab. Ja. Was? Brot? Hat er herausgefunden, dass... Aber wie? Ich verliere langsam den Überblick, wer jetzt checkt, dass wir die Person sind oder nicht. Hey, bist du okay? Hat er was Böses gesagt? Nein, alles ist gut, ja. Es hat nichts mit dir zu tun. Er neckt mich nur. What?
Ich finde beides komisch. Er neckt mich nur. Wäre ja das Ehrliche, glaube ich. Es hat nichts mit dir zu tun, wäre so. Was? Hä? Das ist davon gar nicht die Rede. Das verstehe ich nicht. Aber dann ist es auf ihn bezogen. Ist das gut? Oder auch nicht? Keine Ahnung. Okay, gut. Okay, ist gut. Herzen sind immer gut. Herzen sind immer gut. Er neckt mich nur, Anja. Wie auch immer. Wir sollten hier nicht lang bleiben. Folge mir. Oh, wohin geht er? Ich bestieß ihm ängstlich zu folgen. So viele schwarze Bildschirme. Komm. Er führt mich zu einem verborgenen Raum, den man nur schwer von außen erkennen kann. Okay. Ah, das ist seine, ich würde schon sagen, es ist eine Regenjacke, aber es ist ja die Jacke von der Stadtwache und ist vielleicht sein Zimmer? Ziemlich runtergekommen, tatsächlich. Ja. Was ist das für ein Ort? Mein Haus. Was? Sollte er nicht bei seiner Großmutter und seinem Großvater leben? Lebst du allein, Wonne?